Willkommen zurück zu Pikmin 3. Als ich schon den Part geschnitten habe, habe ich schon gesehen, wo es weiterging. Und oh Mann, bin ich ein Idiot. So. Mal gucken, ob ich es diesmal hinkriege, mich ein bisschen besser anzustellen. Ich glaube, der letzte Part war auch der mit den meisten Pikmin-Toten, wenn ich mich richtig erinnere. Schon mal von jedem ein Drittel. Und die roten Pikmin kriegen die ganz kleine Mehrheit. Ich habe jetzt aber vergessen nachzugucken, welche Pikmin-Sorte wir am meisten bräuchten. Und halt so gucken. Ja, eigentlich die gelben. Ja, aber was rot ist, gehört den Roten. Das ist schon immer so und wird auch immer so bleiben. Ja, was Gelbes. Ändert sich das noch? Ja, natürlich. Ich habe Zeit. So. Jetzt muss ich nur deswegen hier auf den nächsten Büschel warten. Jetzt! Come on! Dann... tue ich mal hier 3, 5 Pikmin dran werfen, die jetzt eher am Ende des Tages sterben werden. So, also hier. Hier geht's weiter. War das jetzt zu schwer für mich? Ja, offensichtlicherweise schon. Ja, hier ist es düster. Und da ist Wasser. Hat es überhaupt was gebracht, die jetzt da kaputt zu kloppen? Ich denke nicht. Ah, hierfür brauchen wir 20. Und es werde Licht. Also ich Knöpfe, wie die Dinge auch immer heißen. Ja, könnt aufhören zu arbeiten. Ändert sich die Farbe auch mal. Ach komm, ich hasse es. Ich wusste zwar schon, dass sie sterben werden, aber dass es jetzt so schnell geht, hätte ich noch nicht gedacht. Oh. So. Jetzt, ihr könnt auch mal gerne mitkommen, wenn es euch nichts ausmachen würde. Rüber mal ein bisschen pfeifen. Ah, da. Scheint sich die Farbe zu ändern. Ihr macht's, oder? Nein? So, jetzt macht ihr es aber. Jetzt muss ich mal gucken, wo hier was sein soll. Also Bomben. Hoffentlich werden die nicht schon von meiner Fresse explodieren. Ach, die Pikmin, die werden jetzt eh wieder, oder? So, nice. Dann pflücken wir dich mal. Und ich muss jetzt eh wieder zurück. Natürlich einen langen Weg. Könnte helfen. Die Brücke steht.
Ich hasse es, dass die Pikmin immer wieder da zurückrennen. Alle aufmerksam. Dann geht's weiter. Arbeitender Pikmin. So. Ein weiteres Pikmin wird hier geopfert. Ich habe jetzt Angst um die zwei Bomben-Pikmin. Ich weiß doch hundertprozentig, dass die unsere Pikmin-Zahl verkleinern werden. Dann kommt her. Ich habe hier welche liegen gelassen. Ich höre da was. Ja, kommst du mit? Ihr seid echt komisch drauf. Ah, das verschwendet so viel Zeit, Mann. Warum könnt ihr nicht einfach da bei der Brücke bleiben, wie in Pikmin 2? Das wäre doch viel angenehmer. Oh. Hallo, du fleißiges Pikmin. Was Tag und Nacht schuftet, ohne dafür bezahlt zu werden. Und du wirst am Ende des Tages eh sterben, das weiß ich doch schon jetzt. So, dann hier. Flügel-Pikmin können fliegen. Bester Tipp ever. Ihr zwei Bomben-Pikmin sind hier irgendwo Feinde. Dann macht mal da eure Bomben. Ja. Hat die Gegner besiegt und jetzt habe ich keine Bomben mehr, die meine Pikmin ausrotten könnten. Ja, nur ein K-Samen. Ich hätte vorher ein paar Pikmin loswerden sollen. Hey, Flügel-Pikmin! Auch übrigens der krasseste Tipp, dass sie fliegen können. Die befreite Zwiebel hat einen Keim einer neuen Pikmin-Art ausgestoßen. Das Pikmin hat kleine Flügel, mit denen es fliegen kann. Das finde ich noch hilfreich. Man weiß nicht, 5? Und wir schon mehr dran arbeiten, aber... Einer bleibt da, mit dem anderen erledige ich noch dieses Platt. Hallo, du Platt. Da war irgendwo ein Platt. Ich könnte mir nicht erzählen, dass er kein Platt war. Irgendwo ist da ein Platt, was gerade versucht, die Pikmin auszurotten. So. Aus 3 Stück. Und es genügt. Ja, jetzt noch geht es noch einen weiteren Tipp. Flügel-Pikmin können Objekte durch die Luft tragen. Ich glaube, die sind keine guten Angreifer. Ohne jetzt viel Volk zu nehmen. Ich glaube, die sind zwar im Boden relativ schwach, aber die können auf die... Aber gegen viele Gegner sind die jetzt sehr effektiv. Braucht ihr schon 5 da? The hell? Dann wachst mal. Ja, ich weiß. Mal gucken, was hier rauskommt. Hier ist ein 5er-Ding.
dann könnte auch das sicherlich tragen. Und das. Ja, dann haben wir doch schon mal ein paar Stück von denen. Eigentlich ganz solide. So. Da gibt's noch was. Und da gibt's auch noch was. Oh! Ultra-Motivier-Spray. Es ist Essenz oder irgendwie sowas. Also auch noch hier eine Fähigkeit. Wir können ja fliegen. Also auch über Wasser. Mit dem kann man über Wasser, zwar nicht unter Wasser, aber über Wasser. Pfeife, um ein Pigment zu retten, das sich in einem Netz verfangen hat. Den Tipp hätte ich eher vorhin brauchen können. Seht ihr schon, die können gar nichts. Also die Pigment, die haben echt einen geringen Angriffsschaden. Sind auch daher, aber wie gesagt, Angriffsschaden ist dafür höher bei fliegenden Gegnern. Also, ich glaube, ich brauche hier gar nicht mehr zu erwähnen, dass diese Pigment-Sorte neu ist. Oh, das ist ganz schön viel, was ich hier ernten kann, aber... Ach ja, das waren doch die, die mit dem Ultramotivierspray, die doch eh am Ende des Tages sterben werden. Gibt es sonst noch was zu tun? Greift ihn an! Ich weiß, ihr seid nicht effektiv. Okay. Das ist jetzt mal gar nicht gut gelaufen. Mehr als 5 können hier scheinbar nicht teilnehmen. Gibt's sonst auch hier irgendwie, was das man rausziehen kann? Auch hier schön eindrucksvoll demonstriert. Die schweben übers Wasser. Hey, bleibt stehen. Genau, euch brauche ich ja noch am Ende des Tages. 3 Stück muss ich noch finden. Aber erstmal pflücken. Denn ich will ihn nicht ungepflückt lassen. Ist hier noch irgendwo einer? Ja, 3. Achso, der eine war in der Base. Aber das heißt, er müsste kommen. Bleib stehen. Ach, verdammt. Dann... Bleib stehen! Deponiere ich euch mal. Ihr seid ja hier safe. Also sollt schon vielleicht von der anderen Seite kommen. Na, wenn da eine Anzeige auf 1 steht, tue ich halt mit dem anderen hier halt rufen. Ah, jetzt bin ich gerade so nicht schnell genug. Doch bin ich. Stehen! Da muss ich jetzt von der anderen Seite kommen. Da unten noch ein Pigment.
Keine Ahnung, wo das ist. Okay, dann haben wir einen Verlust von einem. Nein! Dann haben wir jetzt einen Verlust von zwei. Was das Scheiße. Oh Mann. Ja, Mann. Jetzt sehen wir es. Einer oder zwei? Ja, es sind zwei. Ah, es war sogar ein gelber. Also der eine rote, der war echt unnötig. Epic Fail. Sie hat ja andere absorbiert. Steckt da ein Plan dahinter? Sie entwickelt sich weiter, ja natürlich. Und sie ist größer geworden. Ja, ach nee. Unsere Anstrengung war umsonst. Wir haben keine Nahrung gefunden. Oh, schade. Wir haben doch nur noch 16 Gläschen. Und im nächsten Part gehen wir dann wieder auf Nahrungssuche. Denn wir haben ja neue Pikmin. Und mal gucken, was wir dann sonst noch so machen. Okay, wir brauchen gelbe und vor allem Flügelpigmen. Nachdem wir den Fluss überquert und die Zwiebel aus der Gefahr gerettet haben, stieß dieses einen einzelnen Pigmenkeime einer völlig neuen Art aus. Da diese Pigmen Flügel besitzen, können sie sich wohl auch über Wasser bewegen. Und warum habe ich jetzt auf B gedrückt? Es läuft jetzt alles schief. Na, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn es hoffentlich besser läuft. Ciao, Leute!